Liebe Freunde, ich bin Birgit Malsack-Winkemann, 56 Jahre, Mutter zweier erwachsener Töchter und habe 24 Jahre als promovierte Wirtschaftsrichterin Gerichtsverhandlungen in ihrem gesamten Ablauf organisiert und geleitet. Seit April 2013 in der AfD bin ich seit 2017 im Bundestag, Opfer im Haushaltsausschuss, stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses für europarechtliche Fragen und habe als einzige Hauptberichterstatterin der AfD Berichterstattergespräche mit über 100 Teilnehmern, mit Bundesministern, obersten Bundesbehörden und anderen Parteien geleitet. Ich stehe fest zu unseren politischen Grundüberzeugungen und meine Plenumsreden bewirkten, dass die Regierung bei manchen von mir veröffentlichten Skandalen tatsächlich Abhilfe schaffte, was uns jährlich zig Millionen spart. Allein zum Haushalt 2021 brachte ich 134 Änderungsanträge mit einem Nettoeinsparvolumen von 6 Milliarden ein. Und mein Antrag, EU-Budget zum Wohle Europas kürzen, ist der weitestgehende Sparantrag der deutschen Geschichte mit einer Etatkürzung von 80% der deutschen Gelder an die EU, 2019 ca. 17 Milliarden. Dazu kämpfte ich in der Bundestagsfraktion im März 2020 mit, federführend gegen den Lockdown. Zum Glück setzten wir uns damals durch und stellten einen eigenen Antrag auf Befristung der Maßnahmen bis Mitte April 2020. Und deshalb präsentiert sich die AfD heute als einzige Partei, die sich von Anfang an gegen diesen ganzen Irrsinn stellte. Und damit lässt sich noch heute Werbung allen Wählern gegenüber machen. Und noch mal kurz zu meinem juristischen Werdegang. Von 83 bis 89 Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg, bis November 91 Promotion, von April 90 bis Januar 93 Rechtsreferendariat in Heidelberg mit besonderer Fokussierung auf Wirtschaft und Steuern und einer besonderen Spezialausbildung von Professor Paul Kirchhoff, damals Richter am Bundesverfassungsgericht, anschließend Tätigkeit in der Steuerabteilung einer der Big Five Wirtschaftsprüfung Steuerberatungsgesellschaften in Frankfurt am Main, anschließend Wechsel in die Justiz des Landes Berlin, dort mehrere Jahre in einer Bankkammer, einer Gewerbemietkammer, einer allgemeinen Berufungskammer, erfolgreiche Erprobung beim Kammergericht und dort tätig in den Bereichen Versicherungsrecht, Baurecht und Verkehrsrecht und schließlich auch noch beim Landgericht, Beisitzerin bei einer allgemeinen Wirtschaftsprüfungskammer unter der Leitung des Präsidenten des Landgerichts, des heutigen Kammergerichtspräsidenten von Berlin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie um Ihr Vertrauen. Dankeschön. Das war's, keine Fragen, ne? Ein Ton aktuell. So, also, jetzt ist wieder Ton da. Vielen Dank, Frau Dr. Malsack-Winkemann, für Ihre Vorstellung. Als nächstes erhält der Kandidat...